Ladies and Gentlemen, ich sehe Sie schon da stehen. Sie sind bereit. Bitte einen herzlichen und riesigen Applaus für Philipp Jordan und Roman Richter vom Happy Day Podcast. Setzt euch, ihr Lieben. Philipp, Roman, oh, ihr macht es euch direkt gemütlich. Das ist die richtige Stimmung hier um bei Late Night Coffee. Ja, ja, habt ihr es? Ja, wir sind es nicht gewohnt, miteinander auf einer Couch zu sitzen. Wir sind normalerweise wie viele Kilometer voneinander entfernt? Tausende Kilometer. Tausende. Genau, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Roman, du kommst aus Wien. Philipp, du wohnst in Utrecht, kommst aber ursprünglich hier aus Deutschland. Genau. Wie zur Hölle kommt ihr beiden dann auf die Idee, einen Podcast zusammen zu machen? Oder wie lernt man sich da überhaupt kennen? Erzählt doch mal eure Origin Story, die Origin Story des Happy Day Podcasts. Das ist damals im Krieg in Frankreich. Also erstmal, warum wir einen Podcast zusammen gemacht haben, liegt wahrscheinlich an meiner unglaublich nervigen Art. Und zu später Stunde hat Roman mir eine Geschichte erzählt. Als ich ihn besucht habe, ich habe eine Ausstellung in Wien gehabt, und dann hat er mir irgendwie eine Geschichte erzählt, eine Sexgeschichte aus seinem Leben, und hat dann irgendwann... Ich habe fast nur Sexgeschichten. Sex unter Freunden, und dann hat er irgendwann gesagt, ja, und sie hat ihre Periode gehabt, und dann habe ich es schnürrfest gehalten und ihn reingesteckt. Und dann habe ich gesagt, Schnürl, und dann hat sich rausgestellt, hat er gesagt, ja, die Schnur vom Tampon. Und dann habe ich gedacht, das sind so viele Fragen, die sich bei mir auftun. Und ich habe ihn den Tag über sowieso schon die ganze Zeit genervt. So, hey, hast nicht Bock, einen Podcast mitzumachen? Ich habe meinen Dödel dazu gestopft, sozusagen. Genau. Und das alleine, habe ich gedacht, ist genügend Potenzial für einen unglaublich interessanten Podcast. Ich rieche jetzt schon ganz viel sexuelle Erregung. Und da der Roman zufällig auch noch ein genialer Musiker ist, wie ihr später hören werdet, und Komponist, saßen wir auch in seinem Studio. Man muss dazu sagen, eine Stunde bevor wir aufgezeichnet haben, und ich habe irgendwo letztens noch auf meinem Rechner die Bilder gefunden, und da bin ich ein sehr unangenehmer Zeitgenosse, da ist er nämlich, er hat so einen komischen Bürostuhl, ist er immer wieder so, während ich so, ist er immer so eingeschlafen, ich habe ihn dabei gefilmt und so geärgert, und eine Stunde später haben wir aufgenommen, und damit haben wir Geschichte geschrieben. Genau. Wir sind wie Zwillinge, wir ergänzen uns immer, nicht wahr? Nicht wahr? Ja, so sind wir. Ja, ihr könntet auch fast Zwillinge sein, so rein vom Look. Aber, aber ihr seid es ja nicht. Deswegen. Wir sind beide mehr so der dunkle Typ. Ich bin auch nur untertags Roman Richter. In der Nacht bin ich Norbert Hofer und mache Wahlkampf. Genau. Nicht schlecht. Dann, ich gebe dem Nationalsozialismus in Österreich Hoffnung, kann man sagen. Genau. Applaus dafür bitte, meine Damen und Herren. Wie kommt's? Also, du wohnst schon immer in Wien, du bist... Ich wohne schon immer in Wien, aber nicht durchgängig. Ich habe es irgendwann zu Hause nicht mehr ausgehalten und bin so ein bisschen geflohen, könnte man sagen. Es hat der damalige Freund meiner Mutter hat ein Inserat gelesen in der FAZ, dass Stipendienplätze in der Schule vergeben werden für Leute, die entweder besonders sportlich oder besonders musikalisch sind, und da habe ich die Aufnahmeprüfung an die Musikhochschule in Freiburg gemacht und bin dann in eine Schule gekommen, in der er schon auf mich gewartet hat. Genau. Und da, seitdem kennen wir uns. Das war vor circa 10 Jahren. Genau. Und seitdem, ja. Kein Kommentar. Der Rest ist eben Geschichte. Ja, und es war aber auch so, ihr habt dann zwischendrin... Oh. Ich habe kein Handy an. Ach so. Ich dachte mein Mikro, hört man mich? Okay, gut, Entschuldigung. Ich brauche so ein Tick so oder so. Tesafilm heißt es so, in Deutschland. Ich habe noch einen Geheimstöpsel im Ohr. Ja, genau. HC Strache sagt mir an, was ich sagen soll. Und was nicht. ihr habt euch aber auch zwischendrin aus den Augen verloren. Gell? Deswegen, komplett. Ja. Und dann irgendwann hat gemieden sich, haben wir. Nein, und habe ich ihn irgendwann wiedergefunden. Und darf ich sagen? Was denn? Das hast du wieder vergessen. Der Roman leidet an, was unglaublich unterhaltsam ist, an so einer... Früh-Alzheimer-Erkrankung. Das und, kommt und, mir als Norbert Hofer aber auch sehr sagt entgegen. Sagt er mal, ja, mach. Und dann denke ich, oh scheiße, die Geschichte. Nein, aber wir haben uns irgendwie, wie man sich heute natürlich wieder trifft oder überhaupt trifft, im Internet wieder getroffen. Und dann habe ich so einfach so geschrieben, so ja, hey, und ich wohne zwischen Holland und ich mache das und das. Und dann kam eine Mail mit... Wer bist du? Nee, da kam eine Mail mit,
das ist meine Freundin und das bin übrigens ich. Und dann hast du drei Fotos von deiner damaligen Freundin zufällig im Bikini und ein Foto von dir, wo du so dich so ein Selfie gemacht hast mit angespanntem, was man kaum glauben kann, deswegen, ich rede die Wahrheit, mit einem Sixpack. Und dann hast du gesagt, dass du damals dir das so einmal wolltest du es wissen. Und so haben wir uns wieder, habe ich gedacht, sympathischer Kerl noch immer. Und der eignet sich super, um wieder die Freundschaft aufzunehmen. Ja, aber das finde ich auch ziemlich geil bei eurem Podcast. Also das merkt man euch an, dass ihr gerade am Anfang, ihr habt euch so unglaublich viel zu erzählen, die ganzen Storys, die halt der jeweils andere verpasst hat. Ja, also jetzt, wo du die Geschichte erzählt hast, würde ich dich gerne darum bitten, sie nicht zu erzählen. Okay, ja. Hat er bis zum nächsten Mal wieder vergessen. Ja, wie sieht's aus? Philipp, du machst noch andere Podcasts neben dem Happy Day Podcast. Du hast einen Filmpodcast, einer der größten Filmpodcasts sogar, den Zelluleute-Podcast. Zelluleute, genau. Dann machst du den Fat Boys Run Podcast, den Lauf-Podcast. Mit René Kreber. Also Zelluleute mache ich ja nicht alleine, mache ich mit Carsten Pohl und Tristan. Tristan. Und dann gibt es noch den Themenwechsel-Podcast. Also man sieht. Mit der Maria. Mit der Maria. Die auch Gästeliste Geisterbahn mitproduziert und auch bei uns im Happy Day Podcast zu Gast war. Mhm. Ihr hattet mit Happy Day schon ein paar Live-Auftritte, unter anderem auch hier in Weinheim. Genau. Vor knapp anderthalb Jahren müsste das gewesen sein. Wie sieht's aus? Wann geht ihr denn mal wieder live auf Tour? Ja, da müsstest du unseren Tourmanager fragen. So ein Typ, der hier aus der Gegend kommt und sich an so einer komischen Late-Night-Talkshow versucht. Aber der verspricht mir immer das Blau vom Himmel, du kennst ja. Diese ganz schlimm. Agenten und so, immer das gleiche Volk. Ganz versprechen schlimm. Einem und dann denkt man, yes, Hollywood, here we come. Ja, was ihr auch jetzt vor kurzem, also was heißt vor kurzem, das ist Anfang des Jahres, glaube ich, irgendwann gewesen, ihr seid jetzt auch auf YouTube unterwegs. Ihr seid jetzt wir sind YouTube-Stars, Leute. Wir haben teilweise 300 Klicks, da kommt kein 1000. Sie haben alle auf die 1000 gewartet. Und es bringt mir, das YouTube bringt mir Spaß, ich mache ja auch direkt danach und ich werde demnächst ein Projekt machen, Gimme Gemüse, so ein veganes Koch-Challenge mit Denise M. Bay. Aber wir machen YouTube, wir haben alles bis jetzt, was wir gemacht haben, aus Spaß gemacht und nicht aus pekuniären Gründen. Das hat man gestern auf unserem Facebook-Channel, wo der Roman sich bis Wodka-Tampons ausgesaugt hat und wir am Ende Bauchtanz gemacht haben, nur damit auf Patreon jemand nochmal 10 Euro spendet. Also wir sind nicht käuflich. Wir sind uns treu geblieben. Zwischendurch habe ich besoffen geleitet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann hat er so mit Genuss so ein Wodka-Tampon. Wobei das ja relativ harmlos ist, weil in unserem Podcast habe ich mir einen Tampon, der in Wodka getränkt war, auch schon mal live auf Sendung in den Arsch hineingeschoben. Das war aber aus investigativen Journalismusgründen, muss man zu deiner, weil wir haben gelesen im Süden Deutschlands, dass angeblich Mädels teilweise im Krankenhaus, so Teenager im Krankenhaus landen, weil sie sich einen Wodka-Tampon unten rein und dann haben wir gedacht, das testen wir, Stiftung Warentest. Also das testen wir, Roman, mach heißt das mal. Heißt immer Roman, genau. Okay. Ich bin abstinent, deswegen kann ich dieses Spielchen nie machen. Ja. Und meine größte Angst übrigens, als ich den Tampon so, also den schiebe ich halt, also Vaseline war auch mit im Spiel, damit das halt, also wenn ein das Tampon wollen die Leute einmal, wissen. Ja, richtig, darum erzähle ich es Ihnen. Wenn er erstmal aufgeweicht ist, dann ist er nicht so leicht, durch so eine enge Öffnung hineinzubekommen und ist auch nichts, was super angenehm ist. Man muss sich entspannen. Man muss sich jedes Mal entspannen. Und auf jeden Fall habe ich den dann drin gehabt und dann war meine größte Angst natürlich, dass das Schnürl irgendwie abreißt. Und er meint den blauen Faden. Ja, genau. Ach ja, und damals bei der Frau, da hast du noch was dazugesteckt, da war es dir scheißegal. So ist er nämlich. Ja. Nein. Ich finde es extrem mutig. Ich finde, es hat einen Applaus verdient. Ja. Dass jemand, guck mal, wir haben es geschafft. In Süddeutschland in einem Café Leute dazu zum Applaudieren zu bekommen, weil du dir ein Tampon in den Arsch gesteckt hast. Guck mal. Aber das ist ja nicht die einzige coole Story aus eurem Podcast. Ihr habt allgemein ziemlich oft so abgefahrene Ideen. Also zum Beispiel wird da einfach nicht aufs Klo gegangen. Für die Leute natürlich. Ihr wollt entertainen. Ihr geht halt nicht aufs Klo, sondern ihr pisst in eure Gläser, die dann gerade da sind. Das klingt so niveaulos. Aber es ist es auch. Nee, ich weiß nicht, das war, glaube ich, ein Fan oder war das einer von euch, die perfekte Beschreibung für einen Podcast, niveaulos mit Niveau? Ja. Also zwischendrin schimmert immer niveaulos das Niveau doch Niveau, durch, genau. Wenn man genauer hinguckt. Also wir sind niveauvolle Menschen und machen niveaulose Dinger, wollte er, glaube ich, damit sagen. Und es war aber auch aus der Not geboren, es war nicht groß als Skandal geplant. Die Notdurft war groß, das Glas stand da.
Es ist zusammenzählen. Da der Roman allerdings damals hat sein Studiomikro, klingt es ungefähr so, als würde man so ein, nicht mal so einen Wasserhahn, den man im Haus hat, sondern den man im Garten hat. Wenn man den aufdreht, so klingt es bei dir und man hört, und das ist das Tolle, da ist nämlich auch ein bisschen Kunst drin, man hört, wie das Geräusch, weil die Dose, er hat nämlich in eine Dose gepinkelt, da ist er auch schon wieder gefahren, ja. mit verbunden, mit Schneiden und so. Und man hört, dass das Geräusch immer heller wird. Ja, da hört man den Roman irgendwann wie so, oh, oh, oh. Und dann hört es kurz auf und dann hört man, wie es in so ein Glas, übrigens in ein Glas, aus dem er immer noch trinkt, weitergeleitet wurde. Und bei mir klingt es eher so, als würde so eine 70-jährige Oma irgendwo in die Niagara, man hört gar nichts fast. Weil ich habe so ein Headset gehabt und... Ich habe auch das Mikrofon zu diesem Zweck natürlich, habe ich so, es war gar nicht so leicht, ich wollte es demonstrieren, aber ist egal, ich habe das Mikrofon auf dem Mikrofon stehen, so runter und direkt zum Glas. Und das Glas habe ich nachher gewaschen, bevor ich daraus getrunken habe. Oh. Aber am gleichen Tag oder war es ein Tag drauf noch eine Freundin daraus trinken lassen? War es nicht so? Ich kann es nicht ausschließen, ne? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, da war irgendeine Situation im Podcast. War da was? Ja, dass sogar deine Freundin, also nicht deine Freundin, eine Freundin von dir, hast die Stelle anhören lassen, während du sie aus dem Glas hast auftrinken lassen. Da war irgendwas. Ja, okay. Kann ich mir vorstellen, kann mich nicht erinnern. Ja. Darüber weiß ich nichts. Story of his life. Natürlich, Roman, du machst nebenher keine Podcasts, du bist aber begnadeter Musiker. Davon bekommt ihr später noch einen kleinen Geschmack, ein kleines Geschmäckle. Präsentiert. In Österreich hat alles ein Geschmäckle. Na, das ist in Österreich, sagt niemand Geschmäckle. Das sagt man vielleicht in der Schweiz, weiß ich nicht. Aber man sagt es in Schwobeländle, glaube ich. Ah, okay. Ja, hier, ihr habt es vorhin, ja, also... Das ist jetzt kein großes Geheimnis, ihr seid jetzt, während wir die Show hier machen, bei mir untergebracht. Und ihr habt euch vorhin noch die gerade ausmittelweise gezeigt habe, die Bundespräsidenten-Diskussion. Van der Bellen versus Norbert. Habt ihr euch angeschaut. Over. Und? Ja, die österreichische Politik ist unglaublich unterhaltsam. Und auch alle Interviews mit HC Strache und so sind, das ist, ich weiß auch nicht, man kann da nicht weggucken, es ist wie so ein Autounfall. Es ist so Gänsehaut und Faszination. Ich könnte mir den ganzen Tag von morgens bis abends, am besten, wenn der Wolf die interviewt, weil der findet dann, der lässt die immer so aufs Glatteis laufen. Aber ansonsten, ja, lustiges. Ich meine, eigentlich. Für mich nicht so Deppen, lustig, ich wohne da. Ja, klar. Aber die eigentlichen Deppen sind ja die Typen, die echt dachten, dass du zwei Politiker alleine an den Tisch setzen kannst und das werden die schon. Das ist mediales Kalkül. Genau das wollten die erreichen und sie haben es bekommen. Ich auch, ja. Wie sieht es denn in Holland zurzeit aus? Weil man jetzt mitbekommt, dass das in den Ländern um uns rum auch hier in Deutschland so ein kleiner Rechtsruck stattfindet. Wie sieht es in Holland? In Holland gibt es ja seit Pim Fortuyn einen Rechtsruck. Und Pim Fortuyn wurde erschossen. Mhm. Also da gab es ein Attentat. Und dann gab es das Theo van Gogh-Attentat. Und dazu muss man sagen, dass Pim Fortuyn einen schwarzen Freund hatte und homofreundlich, weil also die Rechten in Holland sind auch nochmal eine eigene Version der Rechten an sich. Das sind die aber wir in haben Österreich jetzt, sind die Rechten in Holland. Genau. Aber wir haben Geert Wilders und der bespielt die Presse und das Volk auch sehr geschickt. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn jetzt wieder gewählt wird da. Es ist ja momentan überall nicht so geil. Also, aber es ist, ich glaube, dass das alles nochmal so, die holländische Version nochmal so ein bisschen. Naja, eigentlich nicht. Der Kret will, das ist ein Depp, fertig. Muss man nicht. Und du kommst, wie kommst du eigentlich nach Holland? Du kommst ja ursprünglich hier gar nicht von so weit weg. Ich werde es öfter gefragt und ich glaube, die Leute denken immer, wenn sie sagen, warum bist du nach Holland gegangen, denken sie immer, bist du wegen Kiffen gegangen, bist du wegen gegangen. Dabei bin ich wegen des Kiffens nach Holland gegangen. Und habe dann aber irgendwann aufgehört. Und ich fand aber Holland immer schon cool. Ich war als Kind im Urlaub da und ich könnte auch echt nicht mehr. Zumindest nicht mehr nach Deutschland zurück, ohne das jetzt böse zu meinen. Aber ich habe mich doch sehr an gewisse Sachen gewöhnt, die hier so anders sind, obwohl es so in vielem sich auch sehr ähnlich sind, die Länder. Ja, ich fand es auch immer interessant, im Podcast dann also mitzubekommen, wie du erzählst, was so die Unterschiede sind. Weil man, keine Ahnung, also ich habe davon ist noch niemanden, keinen Deutschen gekannt, der ins Ausland gezogen ist. Was ich damit sagen will, hört euch den Happy Day Podcast an. Weil das ist, ja. Genau, es ist geile Kultur, ihr erfahrt was. Politik ist dabei. Wir haben einen Fan. Ja, da war was. Da war noch und was. Der outet sich auch noch. Mutig. Mutig, allerdings.
Hört den, ja. Happy Day heißt er, Happy Day Podcast. Suchen, finden, hören, hören. Wir machen Rollenspiele, wir erzählen aus unserem Leben, wir machen andere Spiele. Du solltest vielleicht jetzt nach diesem Gespräch erzählen, was für Rollenspiele, also dass du ihm Aufgaben stellst und nicht, dass es irgendwelche bettmäßigen Rollenspiele sind. Keine Fantasy-Rollenspiele, ich lasse ihn ja, so, aber so ist das jetzt, also die Rollenspiele waren doch völlig okay. Ich habe beim ersten recht geschwitzt, ich weiß es nicht ganz genau mehr warum, ich glaube, ich war noch nicht so schambefreit. Ich sage es ganz kurz fürs Publikum, es geht nicht um Sex. Naja gut, es gab diese eine Stammesoberhaupt-Dings, ja, stimmt. Die Schamlippen hatte, die bis zu den Knien hingen und wo er irgendwas mit ihr machen musste, ich habe es auch vergessen. Und irgendwie, ich glaube, wo es unangenehm wurde, wo ich dann gesagt habe, und das ist eigentlich das nicht so schlimm, wo ich gesagt habe, so, und jetzt, damit wir dich nicht an den Marterpfahl binden, musst du ein Tier nachmachen. Du musst es dann so, huhu, huhu. Und das war dir total unangenehm. Und am Ende habe ich noch Liegestützen und einen Liter Wasser trinken lassen. Das war aber alles aus der hohlen Hand geschissen. Er hat mich benutzt. Ja, er kam sich sehr benutzt vor, aber ich habe auch mal ein Rollenspiel live gemacht und das war lustig. Ja, und wir haben es umgekehrt auch schon gemacht. Er hat ein tolles Rollenspiel für mich gemacht. Also Rollenspiel, wir würfeln da nicht oder so, wir sind ja keine Nerds. Aber wir haben halt so, wir lösen so Probleme im Kopf, nicht mit dem Glück. Und ansonsten machen wir auch so Wetten und so Spiele, ja. Das alles und noch viel mehr ist der Happy Day Podcast. Genau. Aber du bist natürlich nicht nur Podcaster, Philipp, du machst auch Kunst, also du bist Künstler und hast deine also wirklich berühmt geworden als Künstler bist du mit deiner Installation. Ja, schon. Okay. 1000 Teddys einfach? Genau. Oder Teddys in Space ist deine Homepage, wo man sich... Ja, das ist meine Firma, die ich angemeldet habe. Mhm. Und 1000 Teddys. Ich habe 1000 Teddys gemalt. Ich hatte als Thema im Studium Kindheit als perfekten Platz. Mhm. Und es gibt auch übrigens eine Teddy-Geschichte im Hobby der Podcast, die nichts, aber auch gar nichts mit dieser Kunstinstallation zu tun hat. Das muss ich wirklich mal sagen. Aber... und dann habe ich irgendwann angefangen, diese Teddys als Ikone für die Kindheit zu malen. Dann habe ich eine Installation gemacht, wo praktisch die Ausstellung umgedreht wird, wo man nämlich von 1000 Teddys angeguckt wird. Und es waren halt 1000 Leinwände, verschiedene Farben, verschiedene Größen, mit Teddys drauf. Und damit bin ich so ein bisschen auch durch USA und in schönen Wien. Nach Wien ist er gekommen. Ohne dem wäre der Podcast. Genau, ohne diese Teddys gäbe es den Podcast nicht. Und ja, das sind so, ja. 1000 Teddys ist dann bestimmt geil, immer wieder aufzuhängen, oder? Wenn man dann von Galerie zu Galerie... Ich habe irgendwann, gemerkt, also ich bin sehr pragmatisch, ja. Ich bin nicht jemand, der sagt, okay, wir hängen die Bilder so auf und wir nehmen hier mit der Wasserwaage, das ist schon mal gar nicht mein Ding. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe so ungefähr acht verschiedene Formate. Und dann habe ich einfach so eine Klarsichtfolie gemacht und so ausgerechnet, wo muss ich das Loch machen. Und dann habe ich einfach mal für jede Größe und so tschakka, das Ding dann weggeholt, die Leinwand drauf. Und so ging es nämlich, weil es war eine riesige Arbeit. Du bist immer 3 Tage busy mit irgendwelchen Helfern und die dann doch nach einer Stunde schon keinen Bock mehr haben. Und deswegen habe ich die dann irgendwann über Facebook eigentlich so gut wie ausverkauft. Es hängen in Stuttgart noch ein paar im Kunsthaus Schill, wer noch einen ergattern möchte. Aber ich habe die dann irgendwann über Facebook so versteigert für meine Facebook-Freunde und so, weil ich einfach, es sind auch 9 so Babysärge-Kisten gewesen und dann musstest du in die USA, musstest du sie dann gasen lassen und das als Deutscher, das ist natürlich dann auch so eine Sache. Und, deutscher Babysärge. Und wegen so ungeziefer Blödsinn, das ist alles ein Heckmeck und irgendwann habe ich gedacht, das ist gut auch und seitdem habe ich nichts Gescheites mehr zustande gebracht. Nein, aber seitdem habe ich wieder andere Sachen. Und ja, mache aber immer wieder Teddys. Mit Teddys arbeite ich weiter, mit dem Thema überhaupt Kindheit. Ja, ist es so, dass du, also du hast dann eine Zeit lang, das habe ich noch mitbekommen bei Facebook, diese Monster, wo ich mir auch eins von gekauft habe. Genau. Ist es dann immer, dass du dir dann ein Thema suchst und dann da in die Richtung immer mehrere... Genau, man sollte als Künstler immer serienmäßig arbeiten. Und das war diese Beauty of the Beast-Ausstellung. Und da habe ich halt immer ein bisschen weitergemacht. Und habe ich auch mit Holz viel gemacht, also mit so altem Holz, was ich so gefunden habe, so zusammengeschustert habe und da dann drauf gemalt habe oder aus Holz ausgesägt. Genau. Jetzt seid ihr euren Fans nicht nur als Philipp und Roman bekannt, nein, ihr habt eure ganz persönlichen Spitznamen. Beziehungsweise eure Titel. Das ist einmal der Baron Bärenbumser. Das bin ich. Und der Häuptling Stinkefinger. Vielleicht erzählt ihr kurz unserem Live-Publikum, die die Storys dahinter noch nicht kennen. Weil Romans Finger nach Scheiße stinkt. Können wir so abkürzen? To make a long story short. Also nicht immer, nur manchmal. Und das hat einen guten Grund.
Und ist auch schon lang her, dass er das letzte Mal nach Scheiße gestunken hat. Das letzte Mal hat mein Finger nach Scheiße gestunken, als ich mit einem Freund, dem, der auch immer wieder im Podcast vorkommt, der A-Punkt unterwegs war. Den kennen wir gut, ja. In Wien, und irgendwie hat es mich gejuckt und... Oh Mann, ich habe jetzt echt gedacht, das ist nur aus dieser Kindheit von deinen Brüdern und so entstanden. Aber ja, da ist es auch entstanden. Ja. Aber ich möchte ein ganzes Paket. Das Publikum hat es verdient. Ich sehe es euch doch an. Und da habe ich halt irgendwie so, oh. Und dann habe ich zum A-Punkt gesagt, riech mal. Und er so, ich weiß nicht, was er gedacht hat, nach Veilchen oder Lilien. Und ja, also mein Finger stinkt eben manchmal. Nicht nur einmal hat er gestunken, er stinkt manchmal. Also wenn ich im Sommer so in der schwitzigen Arschritze kratze, dann riecht er schlimm. Ja, genau. Und den Namen Häuptling Stinkefinger habe ich auch von meinen Geschwistern bekommen, die älter sind als ich. Und es dürfte so eine Art, ich kann mich auch daran nicht so gut erinnern, aber es dürfte so eine Art Hobby von mir gewesen sein. In der Nacht, am Abend, beim Schlafengehen im Bett noch so ein bisschen... ich verstehe gar nicht, warum mir der Tampon keinen Spaß gemacht hat, weil ich müsste eigentlich ausreichend vorgedehnt gewesen sein. Aber... ich habe anscheinend so ein bisschen gestirlt, sagt man in dieser wienerischen Begriff. Gestirlt? Ich habe ein bisschen so herumgestirlt. Und daraus hat sich eine... Kannst du noch ein bisschen mehr ins Detail gehen? War ein Stückchen mit dran? Vielleicht ein Stückchen Mais? Eine olfaktorische Sensation nach sich gezogen, die sich langsam aber sicher im Zimmer ausgebreitet hat. Und meine Geschwister so... Boah! Und dann haben sie zu mir gesagt, weil wir halt immer so, ich weiß auch nicht, Superheldennamen und Indianernamen. Und dann war ich halt der Häuptling Stinkefinger. Weil ich habe den Moment schöne Geschichte. Ne? Danke. Ja. Schau mal, sein Gesicht wäre in der Klatsch fast mitleidig. So, das war's. So einfach mache ich es nicht. Wie kam es zum Namen Baron Bärenbumser? Und vor allem, wer hat dir den eigentlich gegeben? Ich habe mir den, glaube ich, selber gegeben, weil der Roman es irgendwie so unfair fand, dass er Häuptling Stinkefinger genannt wurde, oder? Hast du mir den gegeben? Ich glaube, nein, ein Hörer, glaube ich. Wahrscheinlich ein Hörer. Ja. Ich habe, als ich klein war, habe ich mal einen Teddybär... 22. Gewonnen in der... Nein, da war ich 13, 14. Ich habe ja ein Foto sogar gepostet. Ja. Habe ich einen Teddybären gewonnen in der Schweiz bei irgendeiner Tombola. Und als ich später irgendwann in meinem Zimmer saß, habe ich ein Mad-Heftchen, das die Älteren werden es vielleicht noch kennen, gelesen. Und da gab es ab und zu so Programmpunkte. Du weißt, dass du, wenn, bla bla bla. Und es waren immer so Jokes. So. Du weißt, dass... Ende des Monats ist, wenn du anfängst, Pfandflaschen zurückzubringen. Und das war immer so. Und dann war irgendwas, du weißt, dass wieder, ich bringe den Joke nicht mehr zusammen, aber es war irgendwas, was dann, wenn du mal wieder deine Stofftiere vögelst. Und habe ich gedacht so, ist das vielleicht so ein Ding, was alle machen und ich weiß davon nichts? Und dann habe ich den Teddy angeguckt und... Ich glaube, er hat mich ein bisschen lüstern angeguckt. Und ich muss dazu zu meiner Verteidigung sagen, dass ich gar nicht weiß, ob ich damals schon sexuell aktiv war. Mit mir selber oder wie auch immer. Sondern dass ich vielleicht dachte, vielleicht ist das ein cooles Gefühl. Und ich war jung und ich war auch ein bisschen dumm. Weil ich habe mir vorher keine Gedanken gemacht, wie ich das im Nachhinein vertusche oder mit was der Teddy gefüllt war. Ich habe gedacht, der Teddy wäre mit so einer Art Stroh gefüllt. Ja? Und als ich dann auf meinem Bett mit der Schere so ein Loch zwischen die Beine gemacht habe, wo auch sonst hin, ich bin ja nicht pervers, ist auf einmal so kleine weiße Styroporkügelchen gefühlt kubikliterweise über mein Bett gedingst. Da habe ich gedacht, fuck, wie soll ich das irgendwie verheimlichen vor meiner Mutter? Und zum Glück hatte ich einen Freund, der mindestens genauso dumm war wie ich, weil den habe ich angerufen. Und hab gesagt, bin ich das? Nee, oder? Ich weiß es. Sag es nicht. Nicht bewegen. Hey, hab ich gesagt. Nein, dann hab ich gesagt, hey, komm vorbei. Ich hab so einen Teddy, den können wir so Kung-Fu-mäßig zerstören. Er ist so, geil. Und dann ist er vorbeigekommen und dann haben wir den Teddy so an, weißt du, so an Armen und Beinen und so gezogen. Und meine Mutter hat Jahre später immer wieder gesagt, oh Philipp, ich habe mir echt Sorgen gemacht. Die hat gedacht, ich werde irgend so ein Dexter-Serial-Killer, der demnächst die Katze vom Nachbarn heimlich erwürgt, weil du diesen armen Teddy und der hat dir nichts gemacht. Und bis ich habe diese Geschichte im Podcast erzählt und ich habe die dann irgendwann auch illustriert
und auf YouTube gesetzt. Und weil es mir so auf den Sack ging, weil sie dann wieder 2 Jahre vorher wieder so, ach Philipp, damals mit dem Teddy, so wirklich, als habe ich gedacht, so dieses Trauma, und habe ihr diese Geschichte erzählt, diesen Link geschickt. Man könnte sich jetzt fragen, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn, ja, wenn sie denken würde, ich wäre ein Serial Killer. Man weiß es nicht. Ja. Ja, und dann hat der Roman mir seinen Penis gezeigt und ich habe so Eiterpickel drauf gesehen. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Ich habe es einfach mal gemacht und habe gedacht, ich bereue es. Ich bereue es sehr. Jetzt bereue ich es. Roman, wie sieht's aus? Hast du Bock, uns was vorzusehen? Ja, sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Einer meiner Lieblings. Ein Applaus für Roman Richter. Das beste Lied ever, glaubt mir. Ich besorge dir noch ein Mikrofon. Ich habe vor ein paar Jahren mal die Information bekommen, dass in Indonesien Orang-Utans unter Drogen gesetzt werden und um sie in Bordellen für Menschen gefügig zu machen. Das hat mich irgendwie geil verstört. Das hat mich verstört und diese Information muss ich dann erst einmal verarbeiten und das habe ich mit diesem Song gemacht. Wirklich eine schlimme Geschichte mit den... Wirklich eine schlimme Geschichte mit den... Ich kratz mich an den Eiern und ich kratz mich im Gesicht. Und ich kann sie dort schon sehen, doch sie sieht mich noch nicht. Ein kleines braunes Wesen mit bunten Fetzen an. Yeah! Ich geh zu ihr hinüber und frag, was sie am besten kann. Und sie sagt, hey, ich bin ne Affenhure und Affenhuren machen Uhu. Ich bin ne Affenhure und Affenhuren machen Uhu. Affenhure, möchtest du mit mir diesen wunderbaren Bau zertanzen? Affenhure, ich gebe dir auch ganz, 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 ganz viel Geld. In deine Strumpfhose hinein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Doch sie sagt nur, hey, ich bin ne Affenhure und Affenhuren machen nur Uhu. Ich bin ne Affenhure und Affenhuren machen ausschließlich Uhu. Ich bin ne Affenhure, ich bin ne Affen, Affen, Affen.
Affenhure! Ich bin eine Affenhure! Ich bin eine Affenhure! Roman, ich bin wieder mal begeistert. So, das war's auch schon mit der ersten Aufzeichnung von Late Night Coffee. Wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder. Ich bin skeptisch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao. Dankeschön.